uns fehlt im Endeffekt ein volles Jahr, dadurch, dass das Wachstum erst jetzt nach einem Jahr so richtig einsetzt. Extreme Verlangsamung, wenn es am Anfang... Moin, Sinn und herzlich willkommen zurück zu Manorlords. In der Early Access haben wir beim letzten Mal einen Neustart vorgenommen. Wieder einmal, denn wir hatten das Szenario auf Messers Schneide tatsächlich sehr, sehr schnell abgeschlossen erfolgreich. Und jetzt sind wir in einem angepassten Schwierigkeitsgrad-Szenario unterwegs. Es gibt da wirklich keine Kategorie für das, was ich eingestellt habe. Es ist nicht anspruchsvoll, es ist aber auch nicht Standard und es ist auch nicht... leicht oder gemäßigt oder was die niedrigste Stufe war, definitiv nicht. Es ist so ein Zwischending wahrscheinlich zwischen anspruchsvoll und Standard. Also ein bisschen schwerer als Standard, aber nicht ganz so schwer wie anspruchsvoll. Und da sind wir jetzt gerade drin. Wir haben einen aggressiven KI-Gegner, wieder einmal Hiltebold, und der beansprucht gerade unsere Nachbarregion, die direkt nebenan liegt, nämlich Zweiau. Ich bin sehr gespannt. Ich hoffe, der kommt jetzt nicht auf die glorreiche Idee, mich anzugreifen, denn ich kann mich momentan so gut wie nicht zur Wehr setzen. Wenn ihr das hier übrigens feiert, dass wir uns Manorlords reinziehen, lasst gerne einen Daumen nach oben da, schaut gerne in die Playlist rein, die mal am Anfang des Videos rechts oben in der Ecke verlinkt ist oder am Ende, und ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das hier findet, dass wir Manorlords spielen. Genau, und ihr könnt auch gerne den Kanal abonnieren und die BR-Nachrichtung aktivieren, damit ihr kein Video mehr verpasst. Denn es kommen täglich Videos nicht nur zu Manorlords, sondern auch zu anderen Projekten, Let's Plays. Und wir sind hier gerade dabei, die Kirche zu bauen, denn wir brauchen Zufriedenheit, ganz wichtig. Ohne Zufriedenheit kann die Stadt nicht wachsen. Wir müssen Zufriedenheit generieren. Und Zufriedenheit kriegen sie dann hoffentlich, wenn sie eine Kirche am Start haben. Hoffentlich, hoffentlich ist das auch ausreichend dann. Bin gespannt. So, hat er jetzt die Region bekommen? Ja, die hat er bekommen. Was ist eigentlich, wenn wir jetzt eine Region beanspruchen? Weil ich würde nämlich gerne, Immenreuth würde ich gerne beanspruchen eigentlich. Aber da müssen wir, glaube ich, dann kämpfen, wenn mich nicht alles täuscht. Und ich habe, glaube ich, auch eh fürs Beanspruchen noch nicht genug hier Dings. Hier, wie heißt Einfluss? Da muss ich, glaube ich, mindestens zwei Banditenlager erstmal platt machen. Ich meine, da ist eins direkt nebenan. Aber ja, wir haben halt momentan nur 10 Leute, die wir draften können, glaube ich. Und das ist halt ein bisschen wenig einfach. Wir bräuchten schon 20 für ein Banditenlager, damit wir die vernünftig plätten können. Und dazu muss halt erstmal Menschenmasse hier in das Dorf rein. Aber das passiert halt nicht. Ich hatte nämlich wieder diesen tollen Geistesblitz gehabt, dass ich im Winter starte. Das ist mein Standardfehler. Entweder wenn ich neue Siedlungen auf der Karte gründe... Oder wenn ich einen neuen Spielstand hatte, starte ich im Winter, weißt du, das ist so dumm. Und da habe ich natürlich gleich allen Brennstoff und alles Brot am Anfang direkt gleich wieder, war gleich alles weg sofort, alles weggegammelt. Und dann kam Winter und die haben alle Hunger gelitten. Und aus diesem Loch ziehen wir uns gerade immer noch selber wieder aus dem Sumpf raus. Also ich habe es mir im Endeffekt extra schwer gemacht, einfach nur aufgrund der Tatsache, dass ich im Winter starte. Ohne Witz, da sollte es eigentlich ein Achievement dafür geben. Starte im Winter mit null Brot, so nach dem Motto, weil einfach direkt alles weggammelt, ja. Das ist halt irgendwie auch unlogisch, dass das dann direkt verschwindet, meiner Meinung nach, aber okay. Wie gesagt, ist jetzt so, können wir nicht ändern. Können wir nicht ändern, geht nicht anders. Müssen wir jetzt halt mit leben. Genau, meine Hoffnung ist, dass die Kirche jetzt die Zufriedenheit locker über 50% hält, dass wir jetzt mal endlich mal ein paar Leute kriegen, ey. Es wäre jetzt mal echt an der Zeit, dass wir hier jetzt mal Menschen reinkriegen ins Dorf. Und ich werde jetzt mal noch weitere Häuser gleich bauen eigentlich, weil Häuser brauchen wir ja dann so oder so. Und da können wir mal gleich hier neben dem Marktplatz, wie viele Bretter haben wir denn? Wir haben, wenn wir gleich sehen, können wir das bauen. Räuscht das? Wir haben 16 brauchen wir. Okay, wir haben 15. Okay, dann müssen wir kurz mal warten gleich und dann müsste das doch eigentlich gehen. Kann man das eigentlich auch so machen? Was ist eigentlich, wenn der Brunnen mit in der Fläche ist, die ich aufgezogen habe? Eine verdammt gute Frage eigentlich. Ich mach's mal vielleicht nur erstmal bis hier. Dann können wir hier noch ein anders geformtes Haus vielleicht noch einsetzen. Machen wir mal hier ein bisschen das eher so gerade und machen das mal mit 12, genau. So machen wir das. Ganz ausgezeichnet. Und dann haben wir hier eine schöne lange Allee mit einer Kirche auch. Also wir kriegen ja auch Einfluss, wenn wir eine Kirche bauen. Und wenn wir das Herrenhaus bauen, genau. Stimmt, das Herrenhaus müssen wir auch nochmal. Aber vorher brauchen wir erstmal Menschen. Wir müssen ja fürs Herrenhaus auch wieder Bretter ranschaffen und Steine und alles Mögliche.
So, und jetzt bauen sie immerhin schon mal die Kirche. Wir haben 55% Zustimmung. Jetzt wäre mal schön, wenn die sich auch mal halten würde auf dem Niveau. Ideal wären natürlich 60%, weil ich glaube, dann haben wir definitiv safe im Wachstum. Das Ding ist mit dem Wachstum, ganz wichtig, wurde mir auch erklärt, dass die Menschen immer am Ende des Monats dazukommen, die zusätzlichen Menschen, wenn freie Plätze sind in der Siedlung und wenn die Zufriedenheit diesen Monat komplett über 50% geblieben ist irgendwie. Also sie muss im positiven Bereich über 50% liegen. Es darf nicht genau 50% sein, glaube ich. Sie muss drüber liegen. Also die Zahl hier muss grün sein. Und erst dann sind die dann bereit, am Ende des Monats in die Siedlung zu kommen. Wenn Plätze frei sind, halt, wie gesagt. Wenn keine Plätze frei sind, logischerweise können sie auch nicht kommen. Das heißt, man muss dann auch schauen, dass da auch Platz ist. Sollte aber eigentlich sein. Ich meine, wir haben genug Häuser hier. Wir müssten noch leerstehende Häuser haben eigentlich. Ja, guck mal, hier sind leerstehende Häuser. Also da kommen ja jetzt auch noch welche dazu. Also jetzt ist wieder eingebrochen. Jetzt ist wieder eingebrochen auf 49%. Warum auch immer, ich verstehe es nicht, weil eigentlich sind alle Bedürfnisse doch erfüllt. Okay, beim Lebensmittelstand haben wir ein Defizit bei, ich weiß gar nicht genau, was es ist. Nahrung? Irgendeine Nahrung ist anscheinend weggebrochen. Obwohl eigentlich noch genug am Start ist, laut Statistik. Vielleicht müssen wir wieder jemanden im Lebensmittellager arbeiten lassen. Wie sieht's denn aus mit Leder und so? Leder haben wir 13 Einheiten. Die Armee eines anderen Herrschers wurde gesichtet. Ja, jetzt hoffen wir mal einfach, dass der jetzt hier nicht ein Gebiet nach dem anderen gleich beansprucht, während wir jetzt hier am Krampfen sind. Ja, der will hier. Oh nein, der will hier das Lager platt machen. Der will bestimmt hier das Gebiet beanspruchen dann. Dieses Gebiet hier brauche ich eigentlich selber ganz dringend. Ey, das ist echt krass, ne? Wenn dir das erste Jahr direkt so in die Binsen geht und du kein Bevölkerungswachstum im ersten Jahr bekommst, das ist so ein richtiger Downer, wirklich. Das zieht so richtig alles nach unten einfach. Boah, warum habe ich denn nur im Winter gestartet? Das war wieder so dumm einfach. Das war so eine unfassbar große Dummheit. Aber wirklich. Da möchte ich mich rückwirkend gerne nochmal schlagen dafür. Warte, ich schlag mich kurz. So, jetzt habe ich mich geschlagen dafür, weil ich so dumm war, dass ich im Winter gestartet habe. Unglaublich. Unglaublich. Spielbär, was hast du getan? Du hast deine Leute hungern lassen, weil du im Winter gestartet hast. Und jetzt kommen sie alle nicht wieder. Jetzt wollen sie nicht in deine Siedlung. Hast du toll gemacht. Aber irgendwie ist jetzt auch wieder Obdachlosigkeit ein Problem. Warum eigentlich? Nee, das war zuvor ein Problem. Wir haben keinen einzigen Bonus gerade. Hä, wie kann das aber jetzt sein? Verstehe ich nicht. Wir haben doch Klamotten. Ja gut, okay, dass jetzt der Lebensmittelbonus nicht am Start ist. Kann ich verstehen, wenn da jetzt eine Sache fehlt. Aber warum die Klamotten? Warum fehlt der Bonus jetzt? Okay, jetzt haben wir sie endlich. Mensch, Wahnsinn. So, die müsste ja dann im nächsten Monat eigentlich als Bonus dann auftauchen normalerweise. Kirchenbonus. Und der müsste doch dann hoffentlich mal dazu führen, dass das mal endlich über 50% bleibt, ey. Macht mal hier Beschleunigung an. Also, wir haben ja jetzt eigentlich genug Holz erstmal. Mach mal hier den Holzer raus und mach mal lieber hier beim Speicher nochmal jetzt den rein, dass wir vielleicht die Nahrung nochmal ein bisschen besser verteilt kriegen noch. Also eine Taverne bringt uns in dem Sinn nichts, weil wir ja im Endeffekt kein Bier machen können momentan. Importieren können wir auch nichts, weil wir kein Geld haben. Stimmt, Geld, warte mal, das würde aber gehen. Wir könnten einen Handelsposten machen. Das müsste eigentlich möglich sein. Warte mal, wo war das? Das war hier. Einen Handelsposten, mit dem wir in der Lage sind, Dinge zu exportieren, die wir im Überschuss haben. Das wäre auf jeden Fall schon mal keine so schlechte Idee. Schon mal so ein bisschen an den Export denken. Bären könnte man zum Beispiel hier ganz gut exportieren eigentlich. Weil wir ja da jetzt einen großen Überschuss haben. Wir müssen die Vorteile hebeln, die wir haben. So, jetzt fehlt noch, dass der Blitz irgendwo einschlägt. Wenn ich jetzt die hohe Schwierigkeit beim Wetter ausgewählt hätte, dann würde wahrscheinlich jetzt schon der Blitz in die Kirche einschlagen direkt. Vom Bärensammler in den Jäger. Ja gut, das Problem beim Jäger ist, da sind schon nur noch 10 von 20 Tiere am Start. Das heißt, der würde eh nichts jagen, selbst wenn wir da jetzt noch einen zweiten hinzufügen. Jetzt wird er wieder was jagen, weil jetzt 12 Tiere am Start sind. So ein bisschen das Problem, die Bestände dürfen ja nicht zu niedrig sinken. Aber ich meine, wir könnten es eigentlich auf 8 reduzieren. Das müsste immer noch ausreichen, dass der Bestand sich erholen kann. Ich glaube nicht, dass man 50% übrig lassen muss. Bei 40% müsste sich der Bestand auch immer noch erholen können, eigentlich. So, ich hoffe jetzt echt mal, dass jetzt Ende des Monats endlich mal eine neue Familie hier in das Dorf reinkommt, ey. Sonst weiß ich echt nicht, wie ich hier weitermachen soll.
Wir hätten sonst wirklich ein komplettes. Wir haben wirklich. Es ist im Grunde ein komplettes Jahr ohne Zuwachs. Ohne Bevölkerungszuwachs wieder. Oh Gott, ey, heftig. Okay, September. Immer noch keine Menschen hinzugefügt bekommen. Es ist langsam echt ein bisschen kritisch, ey. Ja, jetzt endlich! Eine Familie ist eingezogen! Ja! Ja! In diesem Haus? Okay. Können wir da irgendwas noch reinmachen irgendwie? Nee, wir haben kein Geld. Wir haben kein Geld, Spielbär. Du kannst gar nichts machen, Spielbär. Du kannst jetzt mal direkt hier den Förster gleich mal machen, weil der muss nämlich auch arbeiten. Wir müssen nämlich schauen, dass wir hier den Förster, dass wir wieder aufforsten. Übrigens, beim Förster kann man den Arbeitsbereich auch vergrößern. Genau, das kann man zum Beispiel dann so machen. Das ist eigentlich ganz geil. Genau, dann kann der nämlich schon mal anfangen. Während hier jetzt gerade auch niemand Holz fällt, kann sich das alles dann wieder so ein bisschen regenerieren. Genau. Und da müssen wir schauen, dass wir in die Brennholzhütte mal auch Leute reinpacken. So, ich glaube, wenn jetzt das Wachstum eingesetzt hat, müsste es eigentlich so sein, dass wir ab jetzt so ein bisschen uns aus diesem Tief rausarbeiten. Weil eigentlich, ah, guck mal, wir können ja, stimmt, wir können die Gebäude ja auch upgraden jetzt. Stimmt ja, da war ja was. Da müssen wir jetzt natürlich gucken, weil, ja, okay, jetzt fehlen natürlich wieder die Stämme dafür. Gut, wenn jetzt gleich nochmal am Ende des Monats eine weitere Familie kommt, und ich hoffe mal, die kommt, dann können wir ja gleich beim Baumstammproduzenten gleich nochmal Leute arbeiten lassen. 64% Zustimmung. Kirchenstufe plus 7. Jawohl, so wollen wir das sehen. So wollen wir das haben. Hoffentlich kommt dann jetzt gleich nochmal ein weiterer Mensch, eine weitere Familie mit weiteren Menschen ins Dorf. Das wäre sehr nett. Hätten sie nicht einfach hier einen runden Zaun nach vorne rum machen können? Statt hier diesen. Die haben ja ihr Grundstück im Endeffekt halbiert. Dadurch. Ist auch irgendwie komisch. Oh nein, Nusslohe wird beansprucht. Welche ist es? Welche ist es? Nusslohe? Ah, die da hinten in der Ecke. Ja, okay. Wie gesagt, solange der mir nicht hier die Region beansprucht, die will ich unbedingt haben. Ich hoffe, ich schaffe das jetzt, ey. Jetzt, okay, geil. Warte. Gleich mal hier Menschen arbeiten lassen im Holzfäller. Wir müssen nur das mit dem Brennstoff, wie gesagt, im Auge behalten. Das müssen wir immer ein bisschen auf dem Zettel behalten, dass wir da jetzt nicht irgendwie in den Engpass reinlaufen. Wenn jetzt gleich noch mehr Holz zusammenkommt, können wir nochmal Gebäude gleich upgraden und dann mal direkt in die nächste Stadtstufe. Wir brauchen nämlich nur ein weiteres Gebäude, das ausgebaut ist und dann können wir direkt auch einen Punkt noch vergeben. Und wir haben drei jetzt im Überschuss. Und gleich haben wir nochmal einen. Dann können wir nochmal ein Gebäude upgraden. Machen wir gleich das hier daneben am besten. Ja, obwohl, oder? Vielleicht lieber eher das hier vorne. Das scheint stabiler zu sein. Da meckern sie nicht so oft dann. Da meckern sie dann nicht so oft. Guck mal, jetzt können wir das gleich machen. So, gleich erledigt. Okay, dann haben wir da schon mal die nächste Stufe dann sicher. Die nächste Ausbaustufe. Ich glaube, ab jetzt läuft das auch ein bisschen besser. Jetzt haben wir ja auch mehr Soldaten, ja, weil wir haben ja jetzt 14 schon. Aber wie gesagt, ich erstelle die Miliz erst bei 20. Wir müssen dann auch dran denken, wir brauchen dann auch noch das Herrenhaus auf jeden Fall, weil sonst können wir eh keine Gebiete beanspruchen und so. Und das kriegen wir ja sowieso erst ab einer Stufe kleines Dorf. Also das sind wir ja schon. Genau, kleines Dorf sind wir schon, es würde schon gehen. Aber wir brauchen noch, genau, wir brauchen noch 5 Stämme, 20 Bretter, 15. Ja, da müssen wir auf jeden Fall erstmal die Materialversorgung auch hochfahren noch. Wie schaut es so aus mit Rohstoffen? Bären sind exorbitant viele am Start. Das ist sehr gut. Eier, naja, hält sich halt so ein bisschen. Jetzt kriegen wir ja dann auch durch die Stufe 2 Gebäude, kriegen wir ja auch Einnahmen dann. Das ist ja auch nicht verkehrt. Aber ich würde sagen, wir machen auch gleich noch Updates für weitere Gebäude noch, bevor wir jetzt den Bergfried machen. Wir sollten alles upgraden, was jetzt gerade geht, solange die Verhältnisse so stabil sind, wie sie jetzt gerade sind. Damit wir auch möglichst viel Cashflow dann reinkriegen noch. Dass wir schon mal auch vielleicht die ein oder anderen Hinterhöfe noch verbessern können. Das wäre schon wichtig. Wie gesagt, uns fehlt im Endeffekt ein volles Jahr, dadurch, dass das Wachstum erst jetzt nach einem Jahr so richtig einsetzt. Das Bevölkerungswachstum. Es ist halt eine extreme Verlangsamung. Wenn es am Anfang halt direkt, wenn du da direkt ausgebremst wirst, es wirkt sich gleich potenziell nach hinten komplett aus. Weil je später du anfängst zu wachsen, desto mehr Vorsprung haben ja die anderen schon wieder mit ihren ganzen.
Eroberungen und Beanspruchungen und so. Du musst es halt erstmal aufholen wieder sozusagen. Spannend wird das dann auch, wenn dann irgendwann mal NPCs auch richtige eigene Siedlungen auf der Karte dann bauen, ja? Also wenn die dann auch, wenn du quasi richtig in einem Wettrennen mit denen bist. Momentan ist es ja mehr nur so eine Beanspruchungssache, also dass die halt die Gebiete besetzen. Wenn du halt so richtig so einen Siedlungskonkurrenzkampf hast, dass die auch wirklich darauf angewiesen sind, selber Rohstoffe abzubauen und sowas und Einnahmen zu generieren. Wenn du wirklich einen Konkurrenzkampf hast, momentan ist es ja eigentlich nur so ein fiktiver Gegner, der da irgendwo am Rand sitzt, irgendwo ganz weit weg und dann irgendwie hier die Fäden in dieser Region irgendwie zieht. Aber eigentlich hier nichts wirklich macht, der beansprucht ja eigentlich nur. So, wir haben jetzt die Möglichkeit, einen weiteren Punkt zu vergeben. Ich würde sagen, meine lieben Freunde, wir machen erstmal da tatsächlich noch gar nichts. Was ich vielleicht anvisieren würde, wäre Roggenanbau, damit wir hier relativ günstig an Getreide kommen. Das wäre so langfristig eine Sache und dann Bäckereien auch noch. Also wir müssten hier das mit dem Streuobst dann zwangsweise freischalten. Nur dieser Punkt bringt uns halt nicht viel, weil dieses Obst, also zumindest in dem vorletzten Spielstand, den wir hatten, da haben die das nicht genutzt. Aber gut, müssen wir mal schauen, wie gesagt. Ich gebe den Punkt mal noch nicht, ich lasse den einfach erstmal, weil wir können jetzt momentan, selbst wenn wir jetzt das hier machen, könnten wir eh noch nichts an. Also wir könnten zwar Äpfel im Hinterhof anbauen, aber das würde halt eh nicht genutzt werden. Wahrscheinlich. Also wie gesagt, ich weiß nicht, ob das gefixt wurde, keine Ahnung. Aber in dem vorletzten Spielstand hatte ich Apfelplantagen ausprobiert und da wurde nichts genutzt davon. Erst mit einem sehr großen Zeitabstand wurde dann irgendwann mal das eingelagerte Obst auch für irgendwas verbraucht. Ich kann leider nicht mal mehr sagen, ob es einfach nur weggehandelt wurde oder ob sie es selber gegessen haben. Das kann ich auch überhaupt nicht beurteilen. Wie gesagt, das ist leider, das ist einfach... Also da nutze ich die Hinterhöfe und die Produktionsanlagen lieber für was anderes, glaube ich. Wo ich auch sicher sagen kann, dass das auch genutzt wird. Und nicht dann irgendwelche Äpfel da herstellen lassen. Was brauchen wir eigentlich für die nächste? Da brauchen wir nochmal 3 weitere Stufe 2 Hofstätten. Da sollten wir mal zusehen, dass wir das hinbekommen mit den Stufe 2 Hofstätten. Ich glaube, jetzt müssen wir aber auch schon wieder dafür sorgen, dass hier wieder Brennstoff produziert wird. Sonst könnte es ein bisschen eng werden im Winter. Es sind nämlich nur noch 81 Einheiten. Und es fehlt auch Brennstoff. Ja, ja, es fehlt uns Brennstoff. Deswegen ist es ganz besonders wichtig, dass wir das machen. Und dann können wir die Häuser auch weiter upgraden, wenn dann wieder der Brennstoff verkauft wird, wenn die wieder die Bedürfnisse erfüllt haben. Die Äpfel dauern 3 Jahre. Noch einmal, das Problem war nicht, dass keine Äpfel produziert wurden. Das Problem war, dass die Äpfel, die produziert wurden, für nichts genutzt wurden. Noch einmal. Ich habe gesagt, nicht falsch verstehen. Ich sage nicht, dass nichts entstanden ist. Ich sage, es sind Äpfel entstanden, die nie genutzt wurden. Die wurden einfach nicht genutzt. Die wurden nicht mal abgeholt. Die wurden nicht mal aus dem Haus, wo die Apfelplantage war, abgeholt und ins Lager gepackt. Die sind da einfach ewig drin rumgelegen. Es hat keiner was gemacht. Und es stimmt übrigens nicht, dass die erst nach dem dritten Jahr Früchte geben. Die geben schon auch nach den ersten Jahren Früchte, nur eben nicht so viel. Also der Ertrag ist halt geringer. Der Ertrag wird halt erst dann maximal, wenn 3 Jahre vergangen sind. Aber das bringt mir halt nichts, weil wenn sie eh das nicht benutzen, das Zeug, was soll ich dann die Äpfel anpflanzen? Es sind Engländer, die wissen nichts mit Äpfel anzufangen. Ja, eigentlich sind es ja Franken, dachte ich. Also zumindest wurde das hier so kommuniziert irgendwie, dass das Franken sein sollen eigentlich. Obwohl die eigentlich alle Englisch sprechen. Was eigentlich auch weird ist, aber okay. Das ist vielleicht einfach noch so eine Sache, dass man das ein bisschen einfacher machen wollte für die Leute, das zu vertonen. Weil ich meine, einen altfränkischen Dialekt, ich glaube, das ist ein bisschen schwieriger als irgendein Englisch. Gebäudeerweiterung abgeschlossen. Hofstätte Stufe 2. Sehr nice. Und jetzt können wir hier nochmal Upgrades machen. Und das machen wir natürlich. Und hier auch nochmal. Da müssten wir eigentlich auch schon die Menge haben, die wir brauchen. 2 brauchen wir nur. Dann haben wir schon den nächsten Punkt. Dann haben wir schon direkt 2 Punkte. Und dann könnte man eigentlich auch schon... Ja, mal gucken. Dass wir vielleicht auch schon die Getreideproduktion dann an den Start bringen. Dass wir da ja nicht erst lange warten vielleicht. Dass wir wirklich schon ein Feld anlegen. Wirklich auch schon dafür sorgen, dass wir da was bekommen. Ich meine, ich würde vielleicht vorher gerne noch hier dieses Steinvorkommen weg
machen, aber das sind 612 Steine, die kriegen wir so schnell nicht weg, glaube ich. Dann würde ja bei dem Gebiet, das so gut für Landwirtschaft ist, auf jeden Fall ein Pflug skillen. Ja, den müssen wir eh skillen, wenn wir die Bäckerei haben wollen. Ne? Wir kommen ja nur an den Bäckereipunkt über den Pflug. Also quasi diese vier Punkte, Roggen, Apfel, Pflug und Bäckerei, die müssen wir vergeben. Die vier Punkte sind im Endeffekt schon vergeben eigentlich, wenn wir das so machen wollen. Ich sehe aber auch keinen Grund, hier das nicht zu machen, weil die anderen Punkte sind eher witzlos vielleicht. Hier irgendwie eine Militärproduktion zu machen, macht keinen Sinn so richtig, weil hier einfach die Ressourcen nicht am Start sind. Das heißt, hier brauchen wir auch keine Schachtminen. Wir haben hier keine üppigen Vorkommen, wo sich Schachtminen lohnen. Das heißt, ja. Ich weiß nicht, ob man bei Steinen auch eine Grube machen kann. Ich glaube nicht, oder? Nee, die Grube kann man nur bei Lehm und Eisenerz machen. Das heißt, Steine... Und bei Steinen kann man ja keine Schachtmine erstellen. Zumindest wüsste ich das nicht. Das heißt, ja, hier nutzt uns die Schachtmine nichts. Das heißt, der Punkt mit dem... hier, ne, über Köhlerei und dann Schachtmine bringt nichts. Könnte man noch argumentieren, vielleicht Rüstung, aber da müssten wir die ganzen Rohstoffe irgendwie importieren, weil das bisschen, was wir hier an Eisen haben, reicht halt nicht aus für eine ordentliche Produktion. Das reicht höchstens am Anfang so ein bisschen, um so eine grundlegende Produktion an Waffen vielleicht zu machen. Neue Nachricht. Uns erreichen Berichte über eine Räuberbande. Okay, ihre Marschroute verfolgen. 365 Tage haben wir noch Zeit. Vielleicht schaffen wir es bis dahin wenigstens noch einen Bogner zu bauen. Das wäre eigentlich ganz geil. Dass wir vielleicht noch eine Division an Bogenschützen noch hinkriegen. Haben wir eigentlich schon Leute in der Sägegrube? Nee, haben wir ja auch nicht. Stimmt. Wie viele Bretter haben wir denn? Null. Okay. Ja, Arbeitskräfte fehlen halt, ne? Was sollen wir machen? Ja, eine Familie ist eingezogen. Lass mal gleich hier Bretter produzieren auch. Wo wir gerade davon sprechen, ist das vielleicht gar nicht so schlecht, jetzt gleich erstmal Bretter produzieren zu lassen. Bretter Porté. Hatten wir jetzt im Förster noch einen drin? Ja, im Förster arbeitet die ganze Zeit einer. Das ist schon mal gut. Sehr gut, sehr gut. Schön, schön. Nice, nice. Und ein bisschen Geld haben wir gekriegt immerhin. Nicht viel, aber immerhin. Und da müsste jetzt ja jeden Monat eigentlich was reinkommen auch. So, jetzt geht natürlich der Brennstoff ein bisschen nach unten, aber die bauen ja da jetzt wieder was ab. Vielleicht mal ganz kurz mal gucken, ob wir da den Arbeitsbereich noch ein bisschen versetzen können. Vielleicht den auch mal ein bisschen größer machen noch. Dass wir den auch mal so hier hinsetzen, dass die ein bisschen mehr Spielraum haben beim Holzen. Arbeitsbereich ist leer, was? Achso, ja gut, das ist beim Bärensammler, genau. Das ist logisch, weil die Bären sind ja gerade saisonal nicht am Start. Die Bären sind im Winterschlaf. So, ein Haus noch oder zwei Häuser noch und dann haben wir das. Ich mach mal die höchste Beschleunigung jetzt, weil wir kriegen ja eh... Wir sind eh gerade mit Upgrades beschäftigt hier und wir brauchen ja eh Leute. Also das heißt, wir müssen da jetzt mal ein bisschen Stoff geben. Jetzt sieht Brennstoff wieder gut aus. Eier, Fleisch, Gemüse sieht auch alles sehr, sehr gut aus. Hier können wir nochmal ein Upgrade machen. Schön die Häuser upgraden, ist ganz wichtig. Sammelt man Bären nicht im Winter, weil die da schlafen und leicht zu finden sind. Die gräbt man dann aus ihrem Bau. Oh, ich glaube, da muss man echt aufpassen. Ich meine, so ein Bär, wenn man den... im Winterschlaf stört, der ist ja erstmal träge, der muss ja erstmal aufwachen. Aber ich glaube, wenn der dann aufgewacht ist, dann möchte man, glaube ich, nicht in der Nähe sein. Dann möchte man dann schon weg sein. So nach dem Motto, okay Leute, ihr habt mich jetzt aufgeweckt. Ihr habt jetzt 2 Minuten, um euch zu verpieseln. Wenn ihr dann immer noch hier seid, dann wird's hässlich. Ich glaube, so läuft das dann. Siedlungsstufe erhöht. Nice. Guckt euch das an. Neuer Verwicklungspunkt. Sehr schön, sehr schön. Okay. So, jetzt könnten wir direkt auch eigentlich den Roggen freischalten, würde ich sagen. Ich würde sagen, wir gehen direkt auf den Roggen. Wobei, wir könnten auch den Pflug machen und direkt die Bäckereien. Weil wir können ja erstmal mit Weizen anfangen. Und dann, wenn wir dann die Punkte haben, uns zum Roggen halt vorskillen sozusagen. Machen wir es mal erstmal so, weil die verbesserte Brotproduktion ist dann, glaube ich, doch ein bisschen besser als
als das Roggen. Fruchtbarkeit ist ja eigentlich am Start. Das ist ja jetzt erstmal nicht so das Problem. Für den Weizen zumindest. Machen wir es mal so. Gehen wir mal über den Weg. Dann müssen wir natürlich Felder anlegen. Aber wie gesagt, meine Prio wäre jetzt erstmal, dass wir die vorhandenen Arbeitsplätze erstmal füllen. Wir haben ja erstmal Essen jetzt durch die Beeren auch. Ein Banditenlager wurde entdeckt. Wo ist das? Oh, wieder nebenan. Da müssen wir echt aufpassen, ey. So, hey, mach mal die Geschwindigkeit hoch. Die Armee eines anderen Herrschers. Wie viele Leute haben wir jetzt eigentlich? 18. Jetzt könnte man es sich vielleicht mal erlauben, in den Krieg zu ziehen. Ja, wohl eigentlich eine Familie hätte ich schon gerne noch. Die zwei Leute zusätzlich wären schon ganz gut noch. Dass man wirklich in einer deutlichen Überzahl gegen die Banditen kämpft. Zumal wir ja auch noch den anstehenden Verteidigungsakt auch noch haben. So, jetzt macht mal hinne hier. Baut mal da das Haus. Und holt mir mal hier noch eine Familie rein. Das wäre ganz nice. Also ich sag's mal so, wir haben Essen. Wir haben jetzt auch wieder ein bisschen Geld. Wir können auch mal wieder ein Gemüsefeld noch anlegen eigentlich. Das können wir ja mal hier direkt machen eigentlich. Schön hier auch in der Nähe vom Speicher. Das ist eigentlich ganz, ganz gut. Gemüsefeld, genau, einmal noch ein bisschen mehr Gemüse. Ist auch wichtig für Überschüsse, wenn wir was exportieren wollen. Dann können wir vielleicht auch mal daran denken, die Beeren, wie gesagt, zu exportieren. Oder vielleicht die Beeren dann sogar zu Färbemittel verarbeiten und schon mal bessere Klamotten machen und sowas. Und da mal wieder eine Familie. Nice. Warte, 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 warte. Gleich mal gucken. Jetzt haben wir 20 Leute. Jetzt haben wir die Vollausstattung eigentlich. Ich muss noch mal ganz kurz gucken, wo fügen wir die jetzt hinzu, zu welchem Arbeitsplatz. Wir hatten ja hier schon den Handelsposten, der Speicher, da ist ja einer drin. Bären ist auch einer drin, Jäger ist auch einer drin, Gerber ist auch einer drin. Nee, da sind ja jetzt ja eigentlich überall welche. Sägegrube hatten wir auch schon einen reingepackt. Im allgemeinen Lagerhaus ist noch keiner, aber ich glaube, das brauchen wir jetzt erstmal noch nicht so dringend. Da würde ich eher mal hier beim Steinmetz mal noch einen hinzufügen, dass schon mal Steine gesammelt werden können eigentlich. Das machen wir mal so. So, und dann haben wir jetzt ja eigentlich genug Menschen, dass wir jetzt die Armee machen können eigentlich. Hä, 19? Müssten es nicht 20 sein eigentlich? Sind doch immer zwei pro Familie eigentlich? Oder muss da noch der Familiennachzug stattfinden? Eigentlich sind es doch immer, wenn eine neue Familie einzieht, sind es immer zwei neue Leute für die Armee. Naja, mit einem weniger. Warum soll ich mit einem weniger kämpfen? Wo ist denn diese feindliche Armee, die da gerade alertet wurde? Wo läuft denn die rum? Die Armee eines anderen Herrschers, wo hier hinten. Okay, er ist weg, offensichtlich. Ah, nee, da sind sie. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Stopp, 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 stopp. Ah, ah, ah. Ich glaube, ich stelle mal meine Speerkämpfer zusammen und lass die mal gegen dieses eine Banditenlager kämpfen, damit ich auch mal ein bisschen was in meine Schatzkammer reinkriege und ein bisschen Einfluss bekomme. Wir machen das jetzt mal schnell. Hilft alles nichts, müssen wir jetzt mal machen. Ah, 20 von 36. Jetzt hat es funktioniert, alles klar. So, warte, wir sammeln die mal hier drüben. Und lassen die dann mal da gleich rüber marschieren hier. Weil es ist nicht weit weg, das ist im Grunde nebenan. Ja, genau, es ist nämlich im Grunde nebenan und vielleicht schaffen wir es ja noch, bevor hier der Hildebold da das macht. Das wäre schon ganz praktisch. Zwar schade, dass wir jetzt nicht noch Bogenschützen dazu nehmen können, aber so ist es halt. Müssen wir jetzt mal versuchen. Ein bisschen mal schon einen Akzent setzen hier. Wir könnten auch warten, bis Hildebolds Armee. Das wäre natürlich auch clever. Wir warten, bis Hildebolds Armee die Typen anlockt. Und dann laufen wir, während die gegen den kämpfen hier, laufen wir einfach rein ins Lager und plündern das. Müssen wir halt schauen, ne? Wir müssen halt schnell dann da rein. Wir brauchen ja das Zeltlager. Das ist ja das Wichtige. Die Banditen selber sind ja unwichtig. Deswegen sage ich, ich hätte das gerne mit einer zweiten Einheit noch gemacht. Aber was sollen wir machen? Ja, wir haben eh zu wenig Leute für alles. Ich habe da mal wieder eine Frage. Was ist besser, mehr Gehöfte oder die Gehöfte upgraden? Upgraden, weil du kriegst von den abgegradeten Gehöften, die Stufe 2 sind, kriegst du Geld. Und das geht dann immer passiv in deine Kasse rein, in dein Regionsvermögen. Und für die Standardhäuser, für die Einser kriegst du nichts. Das heißt, da alleine aus dem Grund würde ich immer schon upgraden, weil du dann immer so einen Grundcashflow bekommst dadurch.
Entweder scheitere ich meist an zu vielen offenen Stellen und zu wenig Arbeiter oder an genug Arbeiter, aber dann zu wenig Essen und Brennholz. Wie gesagt, ich würde immer upgraden, die Häuser. Wenn du die Möglichkeit hast, würde ich das immer machen, weil ja, es ist halt einfach besser. So, geht mal hier aus der Region raus, da, genau. Stellt euch mal da vorne hin. Wo ist Hildebold? Der braucht auf jeden Fall noch sehr lange. Wie sieht's aus? 53% Effektivität. Jetzt müssen wir sie mal kurz stehen lassen, damit sie sich noch mal ein kleines bisschen regenerieren können. Und wir stellen sie mal auf standhaft um, damit sie sich entsprechend auch schön verteidigen können. Dann lassen wir jetzt die Nasen einfach auf die einstürmen, würde ich sagen. Und ja, gucken wir mal, hoffentlich klappt das jetzt. Hoffentlich schaffen wir es noch, bevor Hildebold kommt und sich das Lager unter den Nagel reißt. Und Stufe 2 hat 2 mehr Familien pro Haus. Genau, die haben dann auch mehr Platz, genau. Also, upgraden ist immer sinnvoll, sonst gäbe es ja die Option nicht. Also, da muss es ja Vorteile geben. Nicht nur für die Leute, es kostet ja auch Baumaterial, das zu machen. Du brauchst ja 4 Stämme für die erste Stufe pro Haus. Das also für die zweite. Das heißt, ne, ist halt wichtig. Also, upgrade ist immer sinnvoll. Auch wenn es Material kostet, das ist wohl investiert. Du hast mehr Platz im Haus, du kriegst Geld von den Leuten, die da drin wohnen. Also, es gibt eigentlich nur Vorteile. Entweder scheitere ich meist an zu viele offene Stellen und zu wenig Arbeiter oder an genug Arbeiter, aber dann zu wenig Essen und Brennholz. Ja, wie gesagt, also Arbeitskräfte sind am Anfang sowieso ein Problem. Also egal, wie man es dreht, weil du kriegst ja immer nur am Ende des Monats, wenn deine Zufriedenheit entsprechend ist, eine weitere Familie. Das heißt, ja, das dauert halt einfach, bis du die Arbeitsplätze komplett füllst. Du musst dann auch mal hin und her springen. Also du musst mal einen bei der Holzfällerei rausnehmen und den dann bei einem Nahrungsproduzenten oder so arbeiten lassen, je nachdem, was halt sich am meisten anbietet. Und da musst du halt den da rausnehmen, dann da wieder reinsetzen. Wenn du dann Leder brauchst, musst du den beim Gerber dann wieder reinsetzen. Das ist am Anfang so. Du hast am Anfang nicht genug Arbeitsplätze, Arbeitskräfte für alle Arbeitsplätze. Gebäudeerweiterung abgeschlossen. Hofstätte Stufe 2, sehr nice. Macht sie platt, beeilt euch. 14. 13. Da hat's aber einen erwischt hier. Nicht schlecht. Ist nur noch so ein Fleck auf dem Boden. Ja, komm, 8. 7. Yes. Und weiter, weiter, weiter. Nicht stehen bleiben. Rein, 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 rein. Rein da. Wo ist Hildebold? Von Bärenneute? Oh, der zieht sich zurück, kann das sein? Ja, der zieht sich zurück, der läuft weg. Sehr gut. Das war schon mal ein wichtiger Push jetzt. Run! Da haben wir mal was richtig gemacht. Manchmal muss man auch einfach mal offensiv sein. Angriff ist die beste Verteidigung manchmal. Ja, da haben wir es wieder gesehen. Für mein Verständnis, Stufe 2 Häuser haben doch auch nur mehr Platz für die eine Familie, die dann den bereit. Genau. Da kommen dann mehr Mitglieder in die Familie. Habt dann ja nicht eine weitere Arbeitskraft für einen anderen. Also die Familie arbeitet als Holzfäller. Ich upgrade das Haus auf 2. Dann habe ich ja nur mehr Holzfäller. Richtig, genau. Aber das bringt ja dann auch mehr Produktivität bei dem jeweils zugeteilten Auftrag. Was ja auch sinnvoll ist. Du brauchst ja auch generell mehr Holz für alle Aufträge und auch für die erhöhten. Du brauchst das ja als Grundstoff für deine Waffen und für die Bretter und sowas alles. So, das machen wir jetzt mal in die Schatzkammer tatsächlich, weil dann haben wir nämlich schon mal ein bisschen Entgelt, um uns zu verteidigen besser. Da können wir nämlich auch wieder Söldner engagieren und so. Das ist ganz wichtig. Ich würde es generell immer eher vorziehen, zumal ja auch dann deine Stadt aufsteigt. Du kriegst ja dadurch dann auch wieder die Punkte zum Entwickeln auch. Also das ist ja auch wichtig, da musst du ja auch dran denken. Also am Anfang reichen ja schon 2 Stufe 2 Häuser, um aufzusteigen. Beziehungsweise 7 oder 5. Genau. Hofstätten Stufe 3 wäre jetzt dann das nächste Ziel beim Aufsteigen, übrigens, wollte ich nur mal so erwähnt haben. Genau, so, die ziehen sich jetzt wieder zurück, dann lösen wir die wieder auf, dann können die nämlich im Frühjahr gleich direkt anfangen zu arbeiten. Das ist sehr gut ausgezeichnet. Nicht alle Upgrade-Skillen ist vorteilhaft, manchmal macht es Sinn, später zu skillen oder gar nicht. Ja, man muss halt gucken, was die Region hergibt. Muss halt schauen, was sinnvoll ist zu skillen, ne? So, haben wir jetzt Steine schon? 12 Steine, 10 Bretter, 14 Bauholz. Wir können nämlich dann auch mal den Bergfried bauen eigentlich.
Das Herrenhaus. Wenn wir 20 Loks haben und 15 Steine, können wir das machen. Die Armee eines anderen Herrschers wurde gesichtet. Ja, wo, was, wie? Ja, da, die läuft ja jetzt wieder weg. Die haben ja keinen Bock mehr. Die wollen nicht mehr vom Hildebold. Ich überlege halt, ob sinnvoll ist, die Region schon zu beanspruchen. Aber ich glaube, dann triggere ich einen Angriff von dem, wenn ich das mache. Wenn er jetzt allerdings anfängt, die Region hier zu beanspruchen, dann müssen wir, glaube ich, tätig werden. Wäre schön, wenn wir bis dahin wenigstens noch Bogenschützen hätten. Alter, wir haben nur noch 3% Effektivität, aber es ist keiner gestorben. Es sind immer noch 20 Leute, das heißt, wir haben auch keine Waffen verloren, ist schon mal gut. Er wird dich nicht angreifen, wenn du Anspruch erhebst. Ist das sicher? Weil wir haben den auf aggressiv. Ich glaube, so eine frühe Expansion ist gar nicht so verkehrt. Das könnte man jetzt dann gleich machen, weil jetzt auch gerade das neue Jahr anfängt. Ein bisschen mehr Geld in der Schatzkammer dafür wäre natürlich schön. Ich kann es eh nicht machen. Ich habe ja keinen Einfluss. Nee, stimmt. Ich brauche ja 1000 Einfluss. Da brauchen wir, glaube ich, wirklich noch ein Herrenhaus vorher noch. Das klappt, glaube ich, noch nicht. Okay, löst die mal auf jetzt, genau. So, da müssen wir das Herrenhaus bauen. Umso wichtiger ist es, dass wir das jetzt hinkriegen. 20 Bretter werden gebraucht. Die müssen wir dann natürlich auch haben. Bauholz wird, glaube ich, nur 10 gebraucht, wenn mich nicht alles täuscht. Da könnte man hier jetzt nochmal ein Upgrade machen. Eins von den Häusern mal noch upgraden hier. Genau, dann haben wir nämlich noch 10 übrig und dann können wir ja sagen, genau, wir brauchen sogar nur 5, siehst du? Okay, wir können das sogar machen. So, jetzt ist die Frage, wo machen wir das? Ich würde das tatsächlich... Ja, eine gute Frage. Wir werden ja tendenziell uns eher so hierhin ausbreiten. Das heißt, wir sollten den Bergfried vielleicht hier so hinbauen, in die Nähe von dieser Straße, weil dann haben nämlich die Einheiten, die wir im Bergfried, also im Herrenhaus, ich sag mal Bergfried, Herrenhaus, generieren, die können dann nämlich relativ gleich, vom gleichen Weg her in die Richtung, aber auch hier hinlaufen. Dann können wir die relativ schnell hierhin verlegen. Schneller als unsere Truppen, die wir zusammenziehen müssen aus dem Dorf. Da haben wir ein bisschen so einen Wegvorsprung vielleicht. Also quasi so hierhin würde ich den hinbauen. Es ist jetzt zwar ein bisschen ein weiter Weg für unsere Baumeister, ja, aber ist jetzt egal. Besser ist es, dass wir das so machen. Das Steueramt, das kommt direkt daneben, würde ich sagen. Und dann die Garnison gleich noch. Okay, da brauchen wir... Mal, machen wir die Garnison nochmal weg. Wobei... Warte mal, machen wir nochmal zu. Lass das nochmal ganz kurz. Achso, jetzt... Nein, brich nochmal ab. Ich will noch warten, bis ich den Garnisonsturm auch noch machen kann. Den will ich mit dazu machen noch. Wie viel hat das jetzt gekostet? Auf jeden Fall ein bisschen mehr. Egal, müssen wir mal kurz noch warten. Den will ich aber mit dabei haben. Ich würde auch mal einen Bogner bauen. Ja, jetzt müssen wir erstmal den Bergfried bauen, weil da können wir nämlich mit Geld schnell Leute generieren, die schnell mitkämpfen können, ohne dass wir da erst noch Waffen produzieren müssen. Das ist ein bisschen besser noch. Da kriegen wir noch mal schnell 5 Soldaten dazu, ohne dass wir irgendwas machen müssen. Und bei dem Bogner, da kriegen wir halt nur Bogenschützen, ne? Der Bogner, der kommt auch noch. Aber da müssen halt Bretter verarbeitet werden. Und da produzieren wir ja jetzt noch nicht so wahnsinnig viel. Wir gehen mal auf 40 Steine. Dann nehme ich mal den Steinmetz raus aus seinem Steinmetz. Und dann nehmen wir den Steinmetz mal zum Holzfäller noch mit dazu, damit das mit dem Holz schneller geht. 40 Steine. Guck mal, jetzt können wir den hier mal rausnehmen. Und dann machen wir den mal mit hier rein, damit das hier beim Holz schneller geht jetzt. Weil das ist wichtig, dass das schnell geht mit dem Holz. Eine neue Familie ist eingezogen. Sehr nice. Ich mach mal beim Förster noch eine Familie dazu jetzt. Weil wir brauchen noch mehr Aufforstungskapazität. Das sieht hier schon ganz schön dünn aus. Da müssen wir mal ein bisschen Gas geben. Eine weitere Familie schließt sich an. Sehr gut. Ab jetzt könnten wir sogar mehr Soldaten rekrutieren, wenn wir die entsprechenden Waffen haben auf jeden Fall. Also wie gesagt, jetzt müssen wir ein bisschen gucken, dass wir auch noch genug Platz dann in der Siedlung haben für weitere Menschen. Genau, dass hier auch die Häuser noch Kapazität haben. Das ist ganz wichtig. Sonst müssen wir nämlich schon wieder neue Häuser bauen. Hier sind nämlich schon überall Familien drin. Müssen wir ein bisschen gucken gleich. Deswegen ist es auch besser, wenn wir jetzt ein bisschen auf Holz gehen, eher.
Wenn ein Baum ein Jahr braucht, um zu wachsen, wie schnell wächst ein Baum mit zwei Förstern? Na, es geht weniger um den einzelnen Baum, aber du kannst mit zwei Förstern halt zwei Bäume setzen statt einen, ne? Ich glaube, das ist eher dann der Hebel, den du hast. Du kannst mehr Bäume pflanzen mit zwei Förstern. Mit einem Ochsen dauert das jetzt ewig. Ja, das ist noch ein guter Hinweis. Genau, dass wir noch einen zweiten Ochsen machen, bevor wir jetzt den Bergfried machen. Das ist eigentlich wirklich so. Das kann man wirklich mal machen eigentlich. Und an dieser Stelle endet diese Folge Manor Lords. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaut auch gerne mal in die anderen Videos rein, die hier an dieser Stelle verlinkt sind. Oder abonniert gerne meinen Kanal und aktiviert die Benachrichtigungen, damit ihr kein Video mehr verpasst. Denn es kommen täglich Videos, nicht nur zu Manor Lords, sondern auch zu anderen Projekten und Let's Plays. Und ihr könnt auch gerne im Epic Store mit meinem Creator Tag Spielbär mit AE Spiele kaufen. Da wird es für euch nicht teurer, aber ihr unterstützt mich damit mit einem prozentualen Anteil am Kaufpreis. Und das wäre eine sehr coole Unterstützung. Vielen lieben Dank, wenn ihr das schon gemacht haben solltet. Und dann sehen wir uns gerne wieder in der nächsten Episode. Bis dann, ciao, ciao.